Hallo und herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. Wir sind in der Tafelrunde Feste. Roundhouse Table Hall. Round Table Hall, so rum. Ich weiß nicht, ob ich es auf Deutsch korrekt gesagt habe. And that is a very nice man. Oh, I see you've just arrived. Welcome to the Round Table Hold. I'm Corin, a man of the cloth. I teach incantations. The strength granted us by the two fingers, and explore the secrets of the Golden Order, so that one day, if a tarnished of the Round Table Hold should become Elden Lord, I might counsel them, ensuring order regains its proper form, writing rule over men. By the way, do you still see it? The guidance of grace. Ich sehe alles. You do? Wonderful news. Most tarnished are blind to it these days. You are something of a rare breed. Well, what do you say? Care to learn an incantation of the two fingers? Yes, very much. Glaube nicht, dass ich die Ruhen habe, weil ich gestorben bin. Flammschleuder. May the Golden Order shine through you. 400. 800. I can happily spare the time and applaud your enthusiasm. May the Golden Order shine. Nice. Dann warte ich einmal ganz kurz. Ja, das ist auch quasi eine Grace, an der wir rasten können. Und ich werde. Aha. Hallo, wer bist du denn? Ah, hallo. You must be new here. I'm. Well. Just call me Dialos. The honor of one's house holds little import in these lands. By the way, have you met a young woman named Lanya on your travels? She's my servant, but fickle as the wind. Take your eyes off her for but a moment and she's good as gone. If you find her, please be sure to tell me. Seine Rüstung ist auch einfach so scheiße schick, ne? Be sure to tell me if you meet a young woman named Lanya. She's a servant to my house. She's been my companion since childhood. I've lost count of the number of times I've had to find her like this. Honestly, she's such a little tomboy. Ernsthaft, so ein Tomboy. Ich würde sagen, da müsste doch noch einer sein. Oh, this is a rare occasion. I can't remember the last time a new tarnished made their way to the round table. Very well. As your senior, I bid you welcome. It is safe here. You may let down your guard. Das sagt man sehr selten in einem Ort von Dark Souls Entwicklern. Allow me a word of advice. As your senior, you are a mere visitor to the round table. Nothing more. A house guest. Yet to earn their keep. Remember your place, newcomer. There's nothing left to say. Be at your leisure. There's nothing. Okay. Hier sind ein nackter Dude hinter mir. Und diese Zwillingsjungfernhöhle. Umsäbel. Und auch ein Streitkolben. Ich glaube, ich werde halt eher auf den gehen. Wobei. Ist es nicht. Einerseits finde ich das irgendwie passender. Gleichzeitig weiß ich, dass es gewisse Dinge erstmal nur. Ja, ich glaube, ich werde einen Krummsäbel nehmen. Oh, hier ist Antut. Was wollt ihr? Hier werden wir ja sogar noch gesiezt. Unfassbar. You're a new face. No matter. It's all the same. Lay out your arms. Let's get smithing.
Let's get smithen. Ich habe nicht mal das Geld gerade dafür. Und ich glaube auch nicht, dass ich das Breitschwert weiterhin nehmen werde, sondern den Krummsäbel. Weil ich das irgendwie einfach cooler finde. I see you've noticed the chains. Nothing special. I'm a prisoner and these are my chains. I'm trapped by the hold. I'm dying, smithing for you fools. That's all there is to it. No, don't read too much into it. Well, no grudge against you. My being a prisoner is no fault of yours. Besides, I don't mind smithing. Despite my differences, the weapons get stronger all the same. Even time. Technique never fails. Besides, it helps me forget. The sheer terror of her. Oh, damn. He has a tragic backstory, I fear. And there's fear. Greetings, great champion called by grace. I am fear. Circumstances have compelled my stay at the Round Table Hold. Great champion, would you allow me to hold you? But briefly, perhaps you might share with me some of your lively vigor and your stout-heartedness. Doing so will grant me the warmth of a champion. And you, I am sure, will bear a Baldurkin's blessing. Do you think it vulgar, perhaps? Where I come from, it is a sacred act. Ah, my thanks, great champion. Der hat so eine schöne Gabe. Erinnert mich halt immer die ganze Zeit an Schwester Friede von Dark Souls 3. You are very warm. Segen des Firmaments. What you felt light up inside you was a Baldurkin's blessing. Though it is but a fleeting thing, I am afraid. Come back to me, should you require another. I will take you in my arms as often as you need. Das ist ja schon irgendwie süß, I guess? Oder sehr comforting? Wie eine Mom halt. I am pleased to see you again. Would you like me to hold you? Nein. Once more? Nein, nein, nein. I'm very sorry, aber das ist eine sehr lange Zeit, die ich gehalten werde. Ich habe auch das hier jetzt. Verbraucht FP erhöht kurz das Gleichgewicht. Dies ist die Gunst einer Gefährtin auf dem Sterbebett. Der Schutz eines verborgenen Tempels in Gestalt eines Schlafgemachs. Verbraucht FP, um vorübergehend das Gleichgewicht zu erhöhen. Diese Gunst lässt euch eure körperlichen Leiden vergessen. Allein Frieden erwartet uns nach dem Tod, denn er befreit uns von allen Empfindungen. Ich habe doch das hier. Eine Anrufung aus einer finsteren Prophezeiung. Schleudert einen tosenden Feuerball. Durch Aufladen verstärkt ihr die Wirkung und lasst den Feuerball explodieren. Die Flamme des Ruins ist der Todfeind des Erdenbaums. Aber manche Propheten sehen in ihr auch ein Zeichen seines Glaubens. Diese Propheten erwartet immer dasselbe Schicksal. Verbannung. Ah, und dann verkauft es der gute Dude hier. Ein kleiner Bogen für Schüsse auf große Distanz. Erlaubt Schüsse in schneller Folge und ist auch ideal für den Kampf zu Pferde. Ja, ich glaube ein... Ja, hier kommt man nur, wenn man seinen Schwertschlüssel ausgibt. Und ich glaube, das, was man hier kriegt, ist halt nicht so wertvoll, dass es sich lohnt. I would say. Ja, das ist die Roundtable Hold. Unser Hub, wo immer mehr NPCs und immer weniger NPCs sein werden. Story weitergeht und so weiter. Und wir reisen... ja, erstmal dahin. Klar, wir haben bei Morgoth ein paar Seelen verloren, aber das kümmert uns jetzt erstmal nicht, weil wir... Doch,
ein bisschen mehr erkunden, bevor wir dorthin zurückkehren. Beispielsweise haben wir diesen einen Zettel gefunden mit Marikas. Da war ja was. Leicht zu übersehen. Aber. Yeah, you there. Stop pretending you can't see me. Ja. Dieser Busch sieht schon ein bisschen anders aus. What you going to do that for? I don't know. Oh yes, I remember. Some clod turned me into a tree. You were just breaking the spell, weren't you? Thank you. The name's Bok. I was pushed out of the cave. Told not to come back. Not ever. Then I ended up as a tree. Lucky you came along, really. Ja, da kannst du dich wirklich glücklich schätzen. Oh, what a shame. When they threw me out of the cave, they took everything I owned. And so this is all I have to express my thanks. I hope you can forgive me. Pilz. 10 Stück. Or I could sneak back into the cave and bring back something of actual value. Then I'd be of some real use to you, I reckon. Right. But I'll need a moment. I'm frightened of them. So I have to gather myself. My knees start knocking, just thinking about that god-awful cave on the shore. Ich frage mich, also ich werde es auf keinen Fall tun, ob ich den jetzt einfach attackieren könnte. Ja, weil bei anderen Figuren gibt es da so einen goldenen Ring. Das bedeutet, dass die keinen Schaden nehmen können. Adernblatt. Findet man immer seltener. Dunkelrote Blätter mit dick geschwollenen Adern. Material zur Herstellung von Objekten findet man immer seltener. Die Adern pulsieren schwach, wühlt das Blut auf und wirkt belebend. Ich würde sagen, wir folgen erstmal der Straße, auch wenn wir dorthin zum Beispiel könnten. Oh Gott, die fliehen. Oh Jesus. Das sieht schon manchmal traurig aus, aber ja. It is what it is. Eiserner Wille, Kriegsasche. Ich könnte natürlich mich mit denen hier anlegen, aber gerade nicht so das Interesse. Ja, wobei. Da kämpfe ich nur auf Pferd gegen Pferd. Ja, weil. Jesus, wie so. Ich weiß nicht, ob die KI besser geworden ist oder ich einfach grauenhaft schlechter. Oh, da ist eine große Kolonne. Aber ich attackiere mal den da oben, weil der sieht aus wie so eine Art Scout. Zumindest hat er ein Fernrohr gehabt oder eine Tröte. Oh, ein Dolch. Goldener Federstierfuß. Ja, die Sachen werde ich gleich mal durchlesen. Ich glaube, ich werde erst einmal versuchen, diese Kolonne hier aufzuhalten. Ja, ich habe sie aufgehalten.
Weißt du was? Das ist Feuer. Du Arsch. Das ist ja... einfach gewesen. Ich glaube, bevor ich mich an den ranwage... meinen letzten Feuerball! Oh, der ist satisfying! Heidenhose. Oberfrucht und Herberblatt. Eine Großaxt, Jesus. Kommst du so angesprintet? Eine ziemlich einfache Truppe bisher. Ja, okay. Kind ist jetzt auch im Grunde gefallen. Ja, Verstärkung ist halt leider nicht mehr da, Darling. Beziehungsweise die da hinten juckt's halt nicht. Oder ist nur noch so das? Nee, ihr gehört ja auch irgendwie noch alle dazu. Okay, der war jetzt anscheinend der letzte dieser Kolonne. Ich weiß es nicht. Und wenn ich euch töte, kriege ich auch noch was. Tatsache. Ja, aber jetzt sehen wir schon mal ein Problem, was Mana angeht. Und was ich vergessen habe zu verändern. Ich habe kein Mana mehr. Auch wenn ich gerne weiterhin Feuerbälle verwenden wollen würde. So, und jetzt kann ich noch den da hinten umbringen. Den Riesen. I try at least. Schade. Nein, du sollst schon... also dieses leuchtende Blut im Gesicht oder an der Stelle, je nachdem, ist halt immer das Anzeichen dafür. Da kann ich einen kritischen Treffer verursachen. Das Gute ist, der hat kein Schwert, das heißt, er wird jetzt nicht aus dem Arsch, eher gesagt aus dem Rücken, eine Nahkampfwaffe ziehen. Oh shit, ich muss niesen. Oder auch doch nicht, toll. Aber ja, jetzt haben wir auch durch ihn nochmal diese Aufladung bekommen. Stimmt, er war der Letzte, der der Kolonne angehört. Ruinen eines Wegpunktes. Daher unterirdische Gruft. Oh, damn. Ja, das sind auch ganz interessante Dinge. Das sind Giftblüten. Also die vergiften einen. Das hier ist Gift. Ja, fuck, 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 schade. Geräuchertes immunisierendes Fleisch.
Ich glaube, das erhöht nur meine Resistenz gegen Vergiftung und nicht Gift neutralisieren. Oder? Kann es halt auch nicht nochmal herstellen. Der einzige Grund, warum ich kurz hier nach oben wollte, ist, weil ich doch hier gesehen habe. Ringen. Ja. Oh. Na. Ah. Ich wollte nur rüber. Oh, der. Ich habe fast kein Leben mehr. Warum hast du solche magischen Powers? Und warum bist du nur so kurz gestaggert? Und warum hast du so viel Leben? Das ist halt auch wirklich, wirklich eine Blume. Giftblüte Miranda-Pulver. Ja. Ich würde gern einen Ort finden, wo ich mich heilen kann. Ja, ich glaube, weiter diesen Weg runter wird mich schon zu einem Punkt bringen. Weil mit Gift jetzt gleich irgendwelche Sachen vorzulesen, klingt nicht so cool. Oh, ja, da. Eine Grace. Ja, okay. Ich würde sagen, ich gehe jetzt zur Roundtable Hold und ich kaufe mir mein Krummschwert. Oder will ich halt wirklich weiter auf... Ja, ich bin mir halt noch unsicher, ne? Aber es gibt... Oh. Oh, hallo. What do you need? I have little time to spare. Was meint ihr mit Hausgast? Oh, are you aggrieved at the notion you are but a visitant here? Then you would do well to remember the first words of grace given to you. Stand before the Elden Ring and become the Elden Lord. If those words held any meaning to you, follow the guidance of grace, lay low the shard bearers, and claim for yourself a great rune. Do so, and the doors to the Round Table's inner chamber will open, and you will receive the wisdom of the Two Fingers. Bra, warum muss ich das tun und du kannst hier einfach lesen und Dokumente lesen? Once the wisdom of the two fingers becomes your own, I'll impart to you a proper welcome. As a true member of the Round Table, I have high hopes for you. I'm sick and tired of them. These namby-pamby tarnished think us no more than a shelter from the rain. We've spoken long enough. I have matters to attend to. Do you? We've spoken. Okay. Hallo. Ich würde gerne mir den Krummsäbel kaufen. Ja. Und ja. Komm, ich kaufe beides. Der Langbogen ist, to be honest, besser als der Kurzbogen, aber das lasse ich jetzt erst einmal. Klangperlen sind übrigens. Ja, Items, die ich dem geben kann und dann ist dein Repertoire erweitert. Krummsäbel. Well, I took you for no matter lay out your own. Ich würde sehr gerne. Was denn?
Ja, ich gehe erstmal darauf. Und ein Level kann ich ja auch noch. Ich liebe es, dass Stühle an den Ort gestellt sind, an dem man sich die Grace anschaut und man die immer zertrümmert. Hier hin. Aber ich würde die ganze Oberseite jetzt nochmal erkunden. Ach ja, ich habe hier einiges zum Lesen. Einmal der Krummsäbel an sich. Ein einseitig geschliffenes Krummschwert. Die scharfe Klinge ist perfekt für Schnittangriffe, bleibt gegen dicke Rüstungen und schuppige Häute aber wirkungslos. Es ist kleiner als die meisten Krummschwerter und daher ideal für schnelle Schnitte. Großaxt. Eine Großaxt, eigentlich aber kaum mehr als ein großer Eisenklumpen. Die bevorzugte Waffe der Häuptlinge im Ödland. Wer diese Waffe führen will, braucht gewältige... Ist da etwa ein Schreibfehler? Gewaltige Stärke. Aber ein Schlag kann Gegner förmlich zerquetschen. Und die Macht ihres aufgeladenen Angriffs muss man wirklich erlebt haben. Streitkolben. Eine Eisenkeule mit scharfen Zangen. Schlagangriffe sind mächtig und sehr effektiv, um eine Abwehr oder Haltung zu durchbrechen. Am besten setzt ihr diese Waffe im Nahkampf ein, wenn es hart auf hart kommt. Ja, nee, die ist halt keine Fernkampfwaffe. Ja, bevor ich es vergesse oder übersehe. Ja. Hier habe ich noch einiges. Herbalm, glaube ich. Immer grüne Blätter, die schwach leuchten. Diese weit verbreitete Heilpflanze findet man in Dickichten und anderswo. Miranda-Pulver. Pollen einer menschenfressenden Miranda-Blüte. Im Laufe der Geschichte war diese duftende Variante des Miranda-Pollens vor allem bei Parfümeuren beliebt. Er muss aus der Blüte geerntet werden, bevor der Wind ihn verweht. Dinas Lilie. Eine hellviolette Wasserlilie, die zur Verwelken droht, findet man immer seltener. Ein Symbol des Glaubens an Sir Dantrina. Stumpft die Sinne ab, verhindert Aufregung. Und die Giftblüte. Eine Blume, die in giftigem Gebiet wächst. Eine tiefgrüne und giftige Flüssigkeit tropft von ihren Saftblättern. Das sieht schick aus. Zick. Nicht schick. Habe ich sonst noch irgendetwas? Das hatte ich. Eine gefütterte Stoffrüstung mit Kettenpanzerung für die Schultern. Typische Ausrüstung der Fußsoldaten im Dienst eines Fürsten. Hey, dann. Eine Hose der Kaidan-Söldner. Diese massigen, furchtlosen Söldner sollen aus dem eisigen Norden stammen und kämpfen auch zu Pferde ganz hervorragend. Kaidan ist der Name ihrer Heimat. Alright, die werde ich ja noch ausrüsten können ohne... Ja. Okay, was ist... Hier oben... I remember what you are. Du bist doch... Ja. Das ist so random. Ah, oh, wow. Verschissene Berne. Jesus. Diese Viecher im Nahkampf, ne, die sind wirklich immer ein Pain. Ja, you kidding me? You motherfucker!
Ey, hinter dir, ne? Da war ich. Aua. Alter, was? Okay, der ist doch gar nicht... Nee, das Gefährliche daran ist halt... Der geht sofort wieder in den Angriff. Fuck me! Fuck, fuck, fuck! Er ist doch gleich tot! Er ist gleich tot! Jetzt hätte der mich getötet, ne? Ihr Motherfucker. Ihr lasst mich... Ihr lasst mich doch bitte ganz kurz zurückgehen. Ah. Ja. War das nicht witzig? Ich kann... Ich habe eine neue Stufe. Hab ich nicht, scheiße. Ja, das erste Mal war ich ein bisschen überrascht. Ein Material, das Renala für Wiedergeburten benötigt. Der Kern der Metamorphen-Kreatur Silberträne. Zugleich Substanz und lebendiger Organismus. Notwendiges Material, um durch das Bernsteinei von Renala wiedergeboren zu werden, der Königin des Vollmondes. Die Wiedergeburt ermöglicht die Neuzuweisung von Attributen, die durch Stufenaufstiege verstärkt wurden. Ja, also basically ein Reset, Rang oder ja, Komponente, aber deutlich seltener. Ist das eine Bestie? Kurz gesagt, Vorsicht vor Überraschungsangriff. Ja. Vorsicht hätte walten lassen sollen. Und dafür sind zum Beispiel Nachrichten auch gut. Die können halt einem genau vor so etwas warnen. Aber... Alter. Da oben ist ein Magier. Wir kümmern uns erstmal um den, weil sein Rumgepoke wird mich wahnsinnig machen. Schriftrolle des Königshauses. Er hat sogar was gesagt. Ich habe es leider nicht verstanden. Ich weiß halt nicht, ob der Feuerball so weit... Tatsache. Ja, aber nicht so weit, oder? Komm schon. Dich. Du blöder Arsch, bleib hier. Ich wollte schon sagen, das sieht... Und dann weicht er noch aus. Ich glaube, es hackt bei dir. Bruh, wo kommt dieser Kack-Magiepfeil her? Aua.
oben. Ich glaube, die Fackel kann ich da kurz wegnehmen. Also, was heißt kurz? Ich glaube, ich brauche sie nicht mehr. Ein großer Degen. Aua. Verdient hast du das. Ja, genau das sollte nicht passieren. Entspanntes Leben, ne? Wenn Leute vor dir aufstehen, um dich aus Versehen zu schützen. Ich muss lernen, dass die Reichweite von diesen Dingern echt nicht groß ist. Einmal nach hinten weggeklatscht. Was bist du denn? Sternenlichtsplitter. Vision hiervon Stille. Achtung, Ordnung. Nutzen, um schrittweise FP zu regenerieren. Ein flüchtiger Splitter, der blau leuchtet. Die Überreste einer Supernova. Nutzen, um schrittweise FP zu regenerieren. Ein wertvoller Gegenstand, der in der ewigen Stadt einst als Zutat für berauschende Getränke verwendet wurde. Stimmt, das habe ich. Ein Vogelfuß mit 4 Krallen, eingelegt in einer goldenen Arzneitinktur. Erhöht kurz die Runenausbeute von besiegten Gegnern. Früher haben die Armen selbst das letzte bisschen Fleisch von Vogelfüßen abgekratzt. Früher heißt heute nicht mehr, weil sie nicht mehr arm sind oder weil es keine Vögelfüße mehr gibt. Schriftrolle des Königshauses. Eine Schriftrolle der königlichen Familie von Caria, die an der Spitze der Akademie von Raya Lucaria steht. Kann einem studierten Zauberer übergeben werden, um Zugang zu den folgenden Zaubereien zu erhalten. Schimmer Phalanax, Karianischer Schlitzer. Ja, das braucht man, wenn man anfangen möchte, Mage zu spielen. Weil das sehr gute Zauber sind. Zumindest einer davon. Aber ja, ich werde leider Gottes euch alle hier auch weiter massakrieren. Und auch generell, um das Moveset dieses Dings kennenzulernen. Aber du warst der Letzte. Komplett aufgeladen, damn. Weiter in die Richtung. Warte mal. Ich glaube, ihr seid so wirklich 3-Mann-Crews, die ich umbringen kann. Du hast sogar fucking... Ja. Wieder aufgeladen und du hattest mehr Runen als deine Kumpanen. Oh damn. What are you? Also, nicht what are you. What you doing here? Gräber. Oh, ich sollte, denke ich mal, die Folge beenden. Wir sind schon bei 40 Minuten. Ja, was bei diesen Gräbern ist, sehen wir dann in der nächsten Folge. Bye bye.